Genau. Und ich zeige dir das jetzt mal. Du darfst einmal eintreten durch diese wundervolle Haustür. Dann sind wir auch schon drin, ne? Und müssen uns einmal drehen, damit wir auch Platz haben. Das ist der Flur. Das ist dann gleich mein Esszimmer. Und natürlich auch meine Chill-Out-Lounge mit dieser wunderschönen Eckbank, die wir super integrieren konnten, um jeden Platz nutzen zu können. Also das ist erstmal ganz kuschelig hier. Ich habe da tatsächlich auch schon mal Mittagsschlaf drauf gemacht, so um die Ecke rum. Nee, das ist nämlich praktisch, weil das ist eigentlich mein Schuhregal. Okay, das sind jetzt keine Schuhe, aber fast alles Schuhe. Kann man den ganzen Krempel einfach reinschmeißen, den man irgendwie doch noch hortet, obwohl man nur zwei Füße hat. Genau, und an der anderen Seite ist es dann genauso, da sind dann auch noch irgendwie Krempel drin, den man nicht sieht und alles ist verstaut. Ja, jetzt geht es dann gleich weiter in meine Küche. Die ist auch sehr funktional, alles was man braucht. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht so ganz verstanden habe in diesem Mini-Haus, es ist ja offensichtlich für eine Person gestaltet, die Größe dieses Kühlschranks. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hä? Das ist für eine Person, niemand hat so viel Essen. Okay, ich habe gerade frisch eingekauft, normalerweise ist da überhaupt nichts drin. Aber es ist irgendwie... Ja, ich dachte mir so, theoretisch könnte man einfach einen kleineren Kühlschrank, dann hätte man noch mehr Stauraum. Aber ich brauche gar nicht so viel Stauraum. Ich lebe in diesem kleinen Tiny House, weil ich auf der Suche nach einer Wohnung war. Ich habe irgendwie drei Jahre keine eigene Wohnung und war wirklich an der Zeit, was zu haben. Und ich hatte gar kein Geld, weil ich mich mit 29 nochmal dazu entschlossen habe, zu studieren. War eine super Idee, aber da kriegt man halt kein Geld für. Und dann habe ich habe schon monatelang halt immer so geguckt und dachte die ganze Zeit so, ich kann mir eh nichts leisten, ist egal, ich lasse das jetzt erst nochmal, wie es ist. Ich habe bei meinem Freund gewohnt. Und dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen dieses Haus gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, super. Die Miete war halt erschwinglich und ja, ich dachte so, das ist sowieso perfekt für mich. Ich hatte vorher überlegt, in einen Bauwagen zu ziehen, einfach wegen dem Geldaspekt. Aber das war mir dann eine Nummer zu heavy, weil man da, wenn man warm duschen wollte, das Holz erst hacken musste. Das war so ein Aspekt, wo ich mir so dachte, so, oh nee, keine Ahnung, so im Winter dann irgendwie noch nicht mal warm duschen zu können. Nee, hatte ich dann auch keine Lust. Ja, und dann habe ich das gesehen und da stand in der Anzeige halt auch so, ja, die Toilette ist im Vorderhaus. Und ich dachte mir schon so, okay, das ist meine Chance, weil das möchten bestimmt nicht viele Leute. Mir ist das tatsächlich egal. Dann kommen wir nämlich ins Badezimmer, diese wundervolle Dusche, die alles hat, was man braucht, nämlich warmes Wasser und eine Seife. Zwei, eine für meine Haare, eine für meinen Stinky. Und wo ist deine Toilette? Ja, mein Klo ist draußen. Das heißt, wir müssen aus meinem Haus raus, weil hier ist schon alles, hier ist kein Platz mehr für eine Toilette, bin ich auch ganz froh. Ich habe mir mal eine Wohnung angeguckt, da war die Toilette, du saßt auf dem Klo und konntest den Kühlschrank öffnen. Da dachte ich mir so, um Gottes Willen, das ist hier nämlich Gott sei Dank nicht so. Also, mein Klo ist durch meinen Hinterhof. Und dann gleich abgebogen. Hier ist mein Klo. Sogar mit Waschbecken und mit Seife. Alles, was man braucht. Und mit neuem Kaktus, der steht seit gestern hier. Also im Winter frieren die hier die Arschbacken weg. Das muss ich sagen. Da habe ich irgendwie gedacht, so eine beheizte Klobrille wäre schon eine Aktion. Ne? Also das ist schon, wenn du dann nachts, wenn dir eh kalt ist und dann stapfst du da durch den Schnee und dann setzt du dich da erstmal drauf. Meistens muss ich mich so auf meine Hände setzen. Im Mietvertrag stehen 15 Quadratmeter drin. Ich habe es nicht ausgemessen, keine Ahnung. Weil es sind unten 10 und oben 10, aber oben durch die Schräge werden nochmal 5 abgezogen. Also 15 Quadratmeter. Vorher habe ich auch gedacht, ich weiß noch, mir hat ein Kommilitone erzählt, er wohnt auf 17 Quadratmeter. Als ich gerade auf Wohnungssuche war, ich dachte mir so, um Gottes Willen, das könnte ich niemals. 17 Quadratmeter, das ist ja grausam. Ja, und jetzt habe ich 15 und denke mir so, ja, also pff, reicht dicke.
Was ich am Anfang überlegt habe, war so, hey, wo tue ich mein Besteck hin, weil ich habe keine Schublade. Dann habe ich nämlich einfach alles hier unten hingetan. Ich habe noch so einen motivierten Freund, der so voll auf dem Minimalismus-Trip ist, und der meinte so, weil ich so, ey, ich habe mein Besteck, keine Ahnung, ich glaube 6 Messer. Und er so, ey, Johanna, du brauchst nur ein Messer und eine Gabel. Ich dachte mir so, okay. Ich gucke ja schon, dass ich echt wenig habe. Und dann dachte ich so, ja, aber wenn ich Besuch habe, ja, dann sollen die sich halt ihre eigene Gabel mitbringen. Ich dachte mir so, ja, okay, aber mein Gastgeberherz lässt das tatsächlich nicht zu. Deswegen habe ich doch noch 6 Messer. Ja, hier habe ich dann meinen ganzen Krempel, Essen. Das Geile ist halt, ne, man braucht halt auch nichts. Ich habe 3 Töpfe tatsächlich. In dem einen koche ich Wasser, weil ich bin Teetrinkerin und hier ist kein Platz für einen Wasserkocher. Weil ich habe keine Ablagefläche und auch keine Steckdose. Aber habe ich gemerkt, das ist auch, wird alles überbewertet. Genau, dann ja, putze ich hier auch natürlich meine Zähne. Wie bei der Omi, die hat das nämlich auch schon in ihrer Küche gemacht. Fand ich auch ganz gut. Viel zu viele Gläser habe ich doch noch. Brauche ich auch nie. Ich habe immer nur ein Glas, das benutze ich einfach. Manchmal denke ich auch dran, es mal zu spülen. Ja, ich habe vor Jahren, als ich meine letzte Wohnung quasi aufgegeben habe, habe ich halt ganz viel weggeschmissen. So von heute auf morgen bin ich umgezogen. Konnte die Sachen alle nicht mitnehmen, habe dadurch halt eh schon mega viel aussortiert. Dann bin ich noch ein paar Mal umgezogen und bei jedem Umzug verliert man halt noch den ganzen Ballast. Und dann bin ich hier eingezogen und automatisch ist einfach passiert, dass ich halt ein paar Sachen nicht mitnehmen konnte. Mein Kleiderschrank zum Beispiel war zu groß, also ist der auch ausgeflogen. Möbel habe ich eigentlich fast gar keine mehr gehabt. Jedes Ding, was ich hier habe, benutze ich, hat entweder einen Nutzen für mich oder halt einen emotionalen Wert. Also deswegen habe ich auch noch so Sachen, ein paar Deko-Sachen und sowas, was ich einfach mag, was ich schön finde. Das darf natürlich bleiben. Und ich denke mir halt auch, okay, wenn ich Platz dafür habe, kann ich es reinstellen und wenn nicht, dann nicht. Genau, da klettert man hier hoch und dann kommt man ins Paradies. Das ist mein Schlafzimmer. Das ist mein Ankleidezimmer, wie man an den Klamotten erkennen kann. Und das ist mein Arbeitszimmer. Das ist ganz praktisch. Das ist eigentlich ein Kinderschreibtisch, aber ich bin ja auch nur 1,60. Von daher passt das super. Also wenn meine Freunde mich besuchen oder jeder, der mich kennt, der das erste Mal hier ist, also einen Satz sagen sie immer, sie sagen immer, boah, Johanna, das passt perfekt zu dir. Und dann gibt es entweder 2, also es gibt Leute, die sagen, oh, ich will hier unbedingt mal Probe wohnen, ich finde das super interessant, super spannend. Und es gibt Leute, die sagen, um Gottes Willen, das wäre ja gar nichts für mich, ist ja furchtbar. So, also es gibt echt nur diese 2 Seiten. Also jetzt bei jedem, der hier war. Ich war letztens bei einer Freundin, ich komme in diese Wohnung, ich dachte mir so, Alter, was ist das denn? 3-4 Meter hohe Decken, keine Ahnung, ein Riesengang. Und ich dachte mir so, hä, was stellt man denn hier alles rein? Und sie war so, hä, die Wohnung ist doch ganz normal. Dann war sie hier, ist nach Hause gegangen und hat mich so angerufen und meinte so, oh Gott, Johanna, ich fühle mich, als ob ich in so einem riesen Palast wohne. Also es ist auch echt eine Gewöhnungssache. Jetzt wohne ich seit 6 Monaten hier und also ich finde es nicht mehr eng. Am Anfang war es tatsächlich so, dass ich, wenn ich aus der Dusche gestiegen bin, musste ich mich erstmal so koordinieren, wie trockne ich mich ab. Es hat sich so angefühlt. Ich habe mir einmal so doll meinen Ellbogen angeschlagen, dass ich irgendwie so 3 Tage meinen Arm gebitzelt hat. Aber das ist auch Gewöhnung und jetzt, keine Ahnung, kann ich da tanzen drin. Das ist mein Garten. Ich habe hier schon mal eine Liegefläche. Theoretisch. Ich habe da tatsächlich noch nicht gelegen, weil ich den Rasen erst frisch gesät habe und der noch ein bisschen kräftiger werden muss. Aber das ist mein Garten. Durfte ich auch so gestalten, wie ich will. Ich habe meinen Vermieter gefragt. Ich habe hier irgendwie eines Sonntags, habe ich hier 2 Stunden solche Äste ausgebuddelt. Irgendwelche abgestorbenen Büsche. Damit ich hier Salat pflanzen kann. Salat und Lauch, Babylauch und Kohlrabi und Rotkohl, der erst von dieser Katze ausgegraben wurde und dann von den Schnecken zerfressen wurde. Und deswegen muss ich das alles nochmal machen. Aber die Zucchini, die wächst und gedeiht. Also 8-mal kann ich gefüllte Zucchini machen. Ich habe auch meinen Vermieter, habe ich natürlich gefragt, was das vorher mal war, weil es steht hier so im Hinterhof. Und
ich dachte, das ist vielleicht Schuppen gewesen oder eine Waschküche, wir wissen es nicht genau. Also mein Vermieter hat gemeint, hier war ein Waschbecken drin und halt ein Wasseranschluss. Aber was das war, keine Ahnung, es war halt irgendwie als Gerümpelkammer genutzt und irgendwann hat mein Nachbar, der hier so der Hausmeister ist, zu meinem Vermieter gesagt, so, ey, das können wir doch eigentlich ausbauen und vermieten. Und dann haben die das irgendwie 3 Monate lang ausgebaut und ja, Kohle halt, ne? Aber Wohnraum ist halt auch knapp. Also ich meine, in Wiesbaden, ich habe ja schon auch zeitlang gesucht, das ist nicht so einfach. Alles, was ich tue oder was ich nicht tue, durchdenke ich so ungefähr 1000 Milliarden Mal. So, kaufst du jetzt das? Wo kommt es her? Wie ist es produziert? Brauchst du es wirklich? Wie lange wird es überleben? Und es war so anstrengend irgendwann, dass ich in so einer Schockstarre war und einfach gar nichts mehr machen konnte. Und wenn ich irgendwas mir für mich wünschen würde, auch gleichzeitig für alle anderen, dass man einfach für sich selbst mit den Dingen, die man tut, fein ist, mit sich im Reinen ist.